Hallo, mein Name ist Jennifer. Ich habe als kleines Mädchen schon ein Ballett gemacht, von 5 bis 10 Jahren. Und dann hatte ich so ein bisschen vergessen, wie schön es ist zu tanzen. Aber ich habe immer wieder gerne Ballett geschaut, Theater. Und bin dann vor einigen Jahren nach Barcelona gezogen. Und irgendwie war dieser Wunsch immer mehr da, ist immer mehr aufgekommen, doch nochmal zu tanzen. Aber ich hatte ziemliche Bedenken, weil ich nicht sehr flexibel war und weil ich auch nie richtig tanzen gelernt habe als junge Erwachsene. Und dann bin ich über eine Google-Suche auf diese Ballettschule Danza a tu Aire gestoßen und habe mich einfach mal getraut und habe dann festgestellt, als ich echt wieder von Null angefangen habe, dass man als Erwachsener sehr viel schneller lernt als kleines Kind. Ich hatte auch das gar nicht so wirklich damit gerechnet, dass man in so kurzer Zeit wirklich auch die Schritte lernen kann, die Namen lernen kann, flexibler wird und auch ja, schon einfache Tänze lernen kann und auch sehr viel mehr Balance lernt. Und es hat mich sehr überrascht und es hat mich einfach auch sehr motiviert, weil ich gesehen habe, oh wow, du kannst jetzt echt nochmal richtig anfangen, das zu lernen, obwohl ich schon Ü30 war. Und vor allem, was mir gefällt, ist, dass es in der Klasse keine Konkurrenz gibt. Es ist nicht so, wie man es vielleicht aus Filmen kennt oder so, wo Ballett so dargestellt wird. Es macht unheimlich viel Spaß. Man lernt Schritt für Schritt, man wird Schritt für Schritt korrigiert. Man lernt mit anderen zu tanzen, auf die Musik zu achten. Und es ist einfach der schwerste Sport, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Obwohl ich früher auch Leichtathletik als Leistungssport gemacht habe, habe ich festgestellt, dass Ballett sehr viel heftiger ist, vor allem, weil man mit anderen auf andere achtet, weil man auf die Musik achtet. Ist halt, wenn man auch musikalisch ist oder generell ja, kreativer Mensch, dann ist das nochmal ein Bonus. Und ich würde jedem, der mit den Gedanken spielt, es auszuprobieren, raten, es zu tun und sich auf die Suche zu begeben nach einer Schule in der eigenen Stadt. Aber wenn du in Barcelona wohnst, dann komm bei uns vorbei und probier es aus.